Herzlich willkommen, werte Motorsportfreunde, zum nächsten Rennen der F1 Fantasy Liga hier live aus Suzuka in Japan. Und bevor das Rennen losgeht, über 27 Runden, gucken wir uns natürlich wie immer einmal die Top 10 an, damit ihr einen kleinen Überblick darüber bekommt, wer denn eigentlich wo steht. Auf der 1 Kimi Räikkönen, gefolgt von Tom Dimmer. Für Kimi Räikkönen war es übrigens die dritte Pole in Folge, die siebte in dieser Saison. Dritter Tom Blomqvist, vierter Sebastian Vettel, fünfter Ryu Funabashi beim Heimrennen, sechster Michael Schipp, siebter Max Verstappen, muss ich diesmal geschlagen geben von Sebastian Vettel, auf der 8 Stoffel van Dorn, neunter René Patzel und auf Platz 10 Kazuki Nakajima, der wie Ryu Funabashi hier sein Heimdebüt fährt, und Gabe Menze, die WM-Führende, auf der 11, das denke ich mal, könnte man noch hinzufügen als extra Info. Und ja, wir gehen nach ganz vorne, die Ampeln gehen an und ich wünsche euch viel Spaß beim großen Preis von Japan. Und sehr guter Start von Kimi Räikkönen, der da ja ohne Probleme sich erstmal auf der 1 halten kann. Oh, da geht Blomqvist richtig weit. Und da sehen wir, ja, die fahren alle ganz vernünftig durch. Also Räikkönen von der 1 auf der 1 geblieben. Vettel auf der 2, dritter Dillmann. Vierter Chip, fünfter Funabashi, sechster Verstappen, das ist auch an Blomqvist vorbei. Achter Nakajima, neunter Van Dorn, zehnter Gabby Menzel. Und die versucht er schon anzugreifen, ja, und ist vorbei. Ja, ich hoffe mal, die schmeißen sich dann jetzt nicht gegenseitig raus. Oh ja, da passiert's nämlich. Aufpassen, jetzt keinen Schaden verursachen. Nein, ist gut gegangen. Und damit ist jetzt auf der 14. Also, Patzel 10, 11. Hamilton, 12. Kiette, 13. Hoffmann. Ja, oder 12. Hoffmann, mal gucken. Könnte jetzt vielleicht sogar Platz 12 sein. Ne, erstmal hinter einsortieren. Geben wir jetzt also nur 14. 15. Ricciardo, 16. Rose, 17. Button, 18. Massa, 19. Abt, 20. Fringe, 21. Rosberg, 22. Wern, 22. 23. Alonso, 24. Bottas, ja. Und Abt hat schon ordentlich Plätze gut gemacht. Der ist schon auf der 19. Und vorne Räikkönen mit einem riesigen Abstand auf Vettel, bereits 1,5 Sekunden. Und alle fahren hier in einem Abstand, der nicht wirklich gefährdend momentan wird für den anderen. Ja, für Blomqvist ist das natürlich eine herbe Enttäuschung. Und wieder einmal der Superstarter in der Saison, Nakajima, von der 10 auf die 8. Und jetzt gilt es eigentlich im Grunde, das zu verteidigen, wenn es geht. Und Gabby Menzel ist schon wieder auf der 12. Unglaublich. Die hat schon wieder zwei Platzierungen gut gemacht. Mal schauen, ob das jetzt genauso schnell wieder geht. Also, das ist schon unglaublich, was für eine Power eigentlich dieser Mercedes hat. Ja, und jetzt sticht sie hier rein. Oh, kann. Oh, ja, jetzt wird ein kleines bisschen geschubst. Oh, musste ein bisschen nachgeben. Jetzt gegen Hamilton. Ja, der Angriff bleibt erstmal aus. Räikkönen fährt die schnellste Runde vorne, ist klar. Jetzt Eingang Kurve 1, das sollte sich ausgehen. Ja, und ist vorbei und damit jetzt auf der 11. Und damit wir nur einen Platz jetzt hinter den Punkten. Und die Lücke sollte jetzt ganz schnell zugefahren sein vorne nach Patzel. Weil die werden hier auch so ein kleines bisschen von Nakajima aufgehalten. Weil hier sieht man schon mal, der hat eine Lücke auf Blomqvist, die ist schon... Boah, sie ist zum Glück noch nicht ganz so groß. Also noch alles händelbar momentan.
Und auf der 2, ja, da muss Vettel nämlich jetzt lange aufpassen. Da ist jetzt Dillmann richtig dran, ne? Aber für Vettel geht es natürlich auch darum, mal wieder hier zu zeigen, Ausrufezeichen zu setzen. Oh, kommt da, kann der Angriff kommen von Dillmann? Ja, könnte, aber war nicht nah genug dran, ne? Und damit bleibt der Deutsche jetzt erstmal auf der 2. Ja, und die anderen schauen sich alles ganz gemütlich an, bis zu Platz 7. Da haben wir hier die nächste Gruppe. Nakajima, Van Dorn, Patzel und Gabby Menzel. Oh je, yeah, das sah ein bisschen unrund aus. An der Stelle gerade, als wir in die Kamera geschaltet haben. Ja, und dahinter, ja, da müssen die beiden mal Russisch noch ein bisschen aufpassen gerade. Nicht, dass sie sich dann noch selbst rausräumen. Ja, oder Gabby Menzel macht das nämlich. Uiuiui. Geht's jetzt aus jetzt für die Brasilianerin? Ja, und die ist vorbei am Patzel. Damit Platz 10 jetzt. Na, ich glaube, da kann sich Patzel auch, glaube ich, so sehr anstrengen, wie er will und versuchen, dran zu bleiben. Das klappt einfach nicht. Räikkönen fährt wieder die schnellste Runde. Ja, jetzt glaube ich, hat Van Dorn so ein bisschen probiert. Er hat mal geguckt, ob da eventuell eine Option besteht für ihn. Aber es war nicht der Fall. Also sollte geben, wenn sie jetzt pro Runde hier einen jeweils überholen, dann wäre sie in den nächsten, also zwei Runden im Pad vorbei an dieser Gruppe und hätte dann freie Fahrt. Na, hat zwar ein bisschen geschubst, ist aber okay. Natürlich jetzt das Problem, dass Nakajima auch Windschatten spendet. Und das ist auch nicht zu wenig für Van Dorn. Das ist natürlich jetzt speziell für den Mercedes auch nicht so mehr der große Vorteil. Ja, 4 Zehntel, das reicht nicht aus zum Angreifen. Da muss er sich jetzt erstmal dahinter einsortieren. Ja, oder Angriff, Kurve 2. Ne, jetzt geht sie nicht aus gegen Van Dorn. Und wie sieht sie vorne aus an der 2? Ja, da fällt man auch nochmal fleißig hinterher, hintereinander her und guckt und hofft und wartet auf den Fehler vielleicht. Am meisten war wohl so ein bisschen Blumenquist und der sich wahrscheinlich so richtig in den Hintern beißen wird für Kurve 1. Aber jetzt schaut er mal. Und jetzt muss Nakajima aufpassen. Da ist jetzt Van Dorn mal richtig dran.
Van Dorn geht da ein bisschen weit, aber das könnte sich ausgehen für ihn. Schon Van Dorn geht raus aus dem Windschatten. Und jetzt ist der Belgier vorbei und damit auf Platz 8. So, und Kimi Räikkönen legt hier vorne eine Pace an den Tag, die ist unglaublich. 7 Sekunden Rückstand. Wenn man es im Vergleich zu den Qualifikationszeiten sieht, dann ja, fragt man sich wohl, ob er eventuell leichter unterwegs ist als so manch anderer oder ob einfach der McLaren so unglaublich stark ist, weil wir haben gesehen, eigentlich Dillmann war ja nur ganz, ganz knapp dran, ne, an Kimi Räikkönen. Räikkönen war auch nur 6000stel schneller, also von daher, ja, fragt man sich, ja, sind das die, liegt das einfach nur, dass der Wagen leichter ist oder ist das was anderes, aber so wie Räikkönen hier fährt, kommt der in die Box. Ja, so ist es auch. Früher Boxen ab Runde 7. Mal schauen, wo er wieder rauskommen wird. Fährt ja fast bis nach ganz hinten. Steht jetzt. Boah, steht auch recht lange. 6,5 Sekunden. Und sortiert sich da jetzt hinter Ricciardo ein. Ja, hinter. Uiuiui, muss er aufpassen, Kurve 1. Ja, fast verhauen, das Ding. Und wie sieht es aus in unserer frühen Kampfgruppe? Gabby Menzel ist gleich auch schon vorbeigegangen an Nakajima. Also, die hat sich da jetzt auch nicht lange aufgehalten mit. So, haben wir noch jemanden, der jetzt in die Box kommt. Also, bei Vettel noch nichts. Bei Dillmann auch noch nicht. Chip auch noch nicht. Funabashi auch noch nicht. Verstappen auch noch nicht. Blomqvist. Ja, Blomqvist kommt. Van Dorn nicht. Gabby Menzel auch noch nicht. Ja, das sehen wir es leider nicht bei Nakajima. Also jetzt erstmal, so wie es aussieht, nicht. Also haben wir nur den Mann auf der 6, der in die Box kommt. Die anderen fahren hier noch alle schön Polonaise hinterher. So, und jetzt ist natürlich die große Frage. Verliert eventuell Kimi Räikkönen jetzt hier Zeit hinter den anderen? Weiter mit Platz 13. Da hat er gleich noch ein bisschen Verkehr vor sich. Aber jetzt kommt auch erstmal Blomqvist in die Box. Schauen wir mal. Blomqvist natürlich. Räikkönen kommt jetzt auch schon über die Linie. Da sieht man mal, wie eng dieses Feld eigentlich noch zusammen ist momentan. Ja, Blomqvist steht auch ziemlich lange. 9 Sekunden. Ja, da waren, glaube ich, Berührungen auch vielleicht noch im Spiel, als er wieder auf die Strecke gekommen ist. So, und Räikkönen ist jetzt hier dran, hat allerdings jetzt Verkehr vor sich. Ja, Hamilton kommt auf jeden Fall in die Box. Wie sieht es vorne aus? Vettel, nein. Dillmann, nein. Chip, ja. Funabashi, nein. Verstappen, ja. Van Dorn, ja. Gabby Menzel, auch ja. Patzel wahrscheinlich auch noch nicht. Und hier kämpft jemand verzweifelt darum, um vorbeizukommen an Daniel Ricciardo. Also was kostet natürlich Zeit, das ist klar. Aber Ricciardo fährt auch eiskalt Kampflinie. So, und Vettel und Dillmann bleiben gemeinsam ja draußen.
Und Chip kommt jetzt in die Box. Genauso wie Verstappen, Van Dorn, Menzel. So, Raikkonen kommt jetzt über die Linie. Ja, er hat auf jeden Fall ordentlich verloren. So, Verstappen hat ganz gut. Ja, alle anderen haben auch eigentlich ganz gut. Menzel hat auch Glück, hat freie Fahrt hier. Vor Blomqvist auf jeden Fall sogar rausgekommen. Das ist schon sehr, sehr gut. So, und jetzt müssten eigentlich die Herren hier hinten, oder hier vorne besser gesagt, hier hinten ist immer solch ein komischer Ausdruck. Sie sind natürlich auf der Strecke schon weiter hinten. Da sehen wir es auch. Na, Dilma noch nicht. Funabashi, ja. Denk mal, Nakajima wird jetzt auch in die Box kommen. Patzel kommt auch nämlich in die Box. Also, jetzt wird gleich interessant. Ich denke mal, Raikkonen wird eher in dieser Runde natürlich aufholen, weil er freie Fahrt hat. Seine Reifen sind frisch. Allerdings sind die Reifen dann auch schon drei Runden älter als die zum Beispiel von Sebastian Vettel. Also, und Dillmann hofft natürlich irgendwie, hoffentlich geht er irgendwann mal in die Box. Boah, hoffentlich komme ich vor dem raus wieder. Auf jeden Fall hat Dillmann jetzt mal eine freie Runde. Schauen wir mal, ob das was wird. So, Nakajima kommt auch über die Linie, Raikkonen kommt jetzt über die Linie. Schneller Bocknopf auf jeden Fall von Funabashi, aber auch von Vettel, guter Bocknopf, 4,5. Ja, und Vettel kommt auf jeden Fall vor Chip raus, Chip kommt wieder vor Funabashi raus. So, Van Dorn haben wir hier, dahinter haben wir Menzel und dann Blomqvist. Also Menzel hängt noch immer hinter Van Dorn. Da haben wir Verstappen, Funabashi, Chip, Vettel, Raikkonen, Nakajima und Dillmann. Ja, Nakajima und Dillmann waren beide noch nicht in der Box. Dillmann kommt allerdings diese Runde rein. Jetzt wird es also gleich interessant. Der Boxenstopp von Vettel war sehr gut mit 4,5. Und wenn Dillmann jetzt auf dieser Runde quasi schneller fährt, also auch so ein Boxenstopp hat, aber vor Vettel rauskommt, dann zeigt es auf jeden Fall die Leistung von Dillmann. Dann bin ich auf jeden Fall jetzt mal gleich gespannt, wie das ausgehen wird für den Franzosen. Er kommt auf jeden Fall schon mal erstmal über die Linie. So, Raikkonen kommt schon mal wieder auch jetzt schon über die Linie, übernimmt erstmal die Führung. Vettel kommt auch. Er hat auch einen recht langen Bockenstopp. Ja, er hätte auch verloren, aber er verliert richtig Zeit jetzt hier gerade. 10 Sekunden. Und fällt damit sogar hinter Gabby Menzel noch zurück. Aber vor Blomqvist. Ja, das ist natürlich jetzt das, was sich Tom Dillmann überhaupt nicht gewünscht hat. Hinter der eigenen Teamkollegin auf der 8 jetzt zurückgefallen. Von der 3 auf die 8 nach den ersten paar Boxenstops. Verstappen, Funabashi, Chip, Vettel. Die haben jetzt schon ein bisschen mal freie Fahrt. Natürlich, Vettel war eigentlich im Grunde auch vorhin schon der etwas langsamere. Und da haben wir jetzt Raikkonen. Auf der 1 dominant. Vettel auf der 2. Allerdings sind die Reifen bei Verstappen, bei Raikkonen natürlich schon ein bisschen älter. Müssen wir gleich mal auf die Rundenzeiten gucken. Da
Schauen wir auf jeden Fall gleich. Wer ist momentan auf der 10? Patzel ist auf der 10. Und da auf der 11 haben wir Nakajima. Also, für das Gobi-Todesteam könnte es, wohlgemerkt, könnte es einen Punkt geben. Doch dafür muss man wieder auf Platz 10 kommen. Und da ist momentan Patzel. Der Abstand ist zu groß hier in der Situation. Aber schauen wir mal auf die letzten Runden. 1,37,0, 1,37,4, 1,37,0, 1,37,1. 1,36,8 von Gavin Menzel und Stoffel van Dorn. Also die sind die schnellsten Runden da gefahren zusammen. Das ist unglaublich, was die hier für Zeiten dahin auf den Tisch legen. So, wie sieht es aus allgemein? Die schnellste Runde hat allgemein Kimi Räikkönen, 1,36,2. Interessant auf jeden Fall. Langsam sind die beiden Ferraris. Aber jetzt fährt der Gavin Menzel in etwas komische Linie. Odem hat einfach mal ein bisschen Abstand gelassen. Auf jeden Fall holt Van Dorn zusammen mit Gavin Menzel hier ordentlich auf gerade. Und natürlich auch mit Dillmann im Schlepptau, darf man natürlich auch nicht vergessen. Und Blomqvist, die arbeiten sich jetzt hier alle wieder richtig ran da vorne. Hier Verstappen, Funabashi und Co. Chip, Vettel. Und auf der 10, ja, Nakajima muss hier aufpassen. Da kommt Hamilton so ein bisschen, aber ist glaube ich auch nicht wirklich. Ricciardo. Hoffmann hier auf der 14, der bettet sich mit Rosberg. Und oh, Rosberg muss eher aufpassen, weil da kommt nämlich Abt. Oder ist das Ricciardo? Ne, Abt ist das. Und da überholt. Ah, okay, der kommt glaube ich auch in die Box deswegen. Ah, jetzt ist Abt erstmal auf der 15. Er hat sich also vom letzten Platz doch schon ordentlich nach vorne gekämpft. Aber für Force India scheint es hier wohl heute keine Punkte zu geben. Und das wäre speziell im Kampf für die Team WM sehr, sehr bitter zu sein, weil man hat nur 37 Punkte Vorsprung auf Red Bull. Und da ist momentan Platz 2 und Platz 5 in Aussicht. Das macht 28 Punkte. Also man wäre dann fast schon direkt dran wieder an dem Team aus Indien. So, und Gavin Menzel ist wieder dran an Van Dorn. Also von der Pace her ist man bei Mercedes auf jeden Fall schnell heute. Man hat bloß das Pech, möchte ich fast sagen, hier. Und Vettel holt auf Räikkönen. Und wie sehen wir die letzten Runden aus? Die fahren ja 1,37,1. Vorne Räikkönen bloß 1,37,9. Also, die fahren ja alle fast identisch schnell Runden. Bloß vorne Kimi Räikkönen, der natürlich mit seinen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, alten Reifen unterwegs ist, hat hier kaum noch wirklich Chancen, gute Rundenzeiten zu fahren. Noch Verstappen ist dran, ne? Von der Top Speed, der müsste der Red Bull eigentlich besser sein als der Toro Rosso. Doch reinkommt das eine, vorbeikommt das andere.
Raikkonen ist über die Linie aus 4,2 macht 4,0. Also das Rennen erinnert mich so ein bisschen an Belgien, wo ich gesagt habe, ja, der Sieger wird sich wahrscheinlich erst in den letzten fünf Runden ermitteln lassen. Und was passiert? In der letzten Kurve kommt das Überholmanöver da von Verstappen gegen Blomqvist. Und ja, so könnte es vielleicht hier heute auch sein. Ja, und Gary Mansell probiert noch immer irgendwie an Stoffel Van Dorn vorbeizukommen. Doch das klappt momentan nicht, aber die beiden arbeiten sich auch dort gerade ran an die Gruppe. Ja, der Abstand wird momentan aber eher ein bisschen größer wieder. Zumindest auf Stoffel Van Dorn. Und sind nur noch 3,1 jetzt Vorsprung. Also, Vettel holt hier auf. Und das nicht gerade wenig. Gut, wie alt sind jetzt die Reifen? Die sind jetzt, glaube ich, fast schon 10 Runden alt jetzt. Also natürlich im Vergleich zu Vettels Reifen, die mal gerade 7 Runden oder so gelaufen sind, ist das natürlich schon ein herber Unterschied. So, und Abt ist mittlerweile vorbeigegangen an Hoffmann, also auf der 14 jetzt, hinter seinen Teamkollegen damit. Ja, und Vettel holt hier auf. Das sieht man fast schon so mit der bloßen Kamera schon. Dass der Abstand kleiner und kleiner wird nach vorne. Aber gut, für Vettel wäre natürlich überhaupt auch mal ein Podium etwas Wunderschönes. Das gab es dieses Jahr nur einmal in Österreich mit Platz 3. Aber seitdem gab es auch wieder nur sehr magere Ergebnisse. Und der Abstand wird noch kleiner, 1,3 jetzt hier. Ja, und Raikkonen geht auch in die Box jetzt hier schon rein. Also der hat jetzt gerade richtig verloren hier. Hey, hoffen, da geht auch Van Dorn in die Box. Also jetzt hat Gaby Metzel mal freie Fahrt. Doch muss aufpassen, weil da ist nämlich auch Dillmann direkt dran. Ne? Kommt, glaube ich, aber nicht der Angriff. Nee. So, da haben wir Raikkonen. Raikkonen steht auch ziemlich lange. Ziemlich lange. 7 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden, 10 Sekunden. Für Kimi Raikkonen. Muss er jetzt auch aufpassen, wenn er jetzt kommt. Er hat aber Riesenglück, dass er da vor Hamilton rausnimmt. Aber 10 Sekunden. Das ist ein vermaledeiter langer Boxenstopp gewesen. Aber so richtig lang. Und das könnte vielleicht in die Hose gegangen sein, möchte ich sagen. Aber jetzt wird natürlich auch entscheidend, wann kommt Fett in die Box? Noch nicht. Chip kommt diese Runde in die Box. Und das wird so ein kleiner Hinweis. Verstappen kommt jetzt auch in die Box. Menzel kommt jetzt auch in die Box. Genauso wie Dillmann. Blomqvist kommt auch. Patzel auch. Ja. Und die kämpfen natürlich indirekt jetzt auch gegen Stoffel Van Dorn. Aber der ist auch noch hinter Raikkonen rausgekommen, ne? Ja, eindeutig hinter Raikkonen rausgekommen. Also, Vettel kommt nicht in die Box. Dafür aber Chip. Und das wird so ein kleiner Hinweis wieder.
So, Chip. Und alle anderen. Hauptsache nicht zu lange stehen. Hauptsache nicht zu lange stehen. Und das ist nämlich jetzt das Problem gerade wieder. Chip steht nämlich zu lange. Und Gabby Menzel sagt danke. Raikön kommt nämlich jetzt auch über die Linie. Eieieiei. Ja, da war nämlich gerade richtig viel los. Und Gabby Menzel ist erstmal hier auf der 5. Also, jetzt wird es auch ganz, ganz spannend. Vorne Vettel, Funabashi, Nakajima. Uiuiui. Also das könnte jetzt richtig spannend werden. Könnte Vettel es unbedingt... Oder könnte es Vettel schaffen? Das ist jetzt die Frage. Er kommt aber zum Beispiel noch nicht in die Box. Funabashi kommt in die Box. Also jetzt gucken wir auf Funabashi. Weil da entscheidet sich zum Beispiel jetzt schon mal im Grunde der Schachzug gegen Kimi Räikkönen. Wenn er es schafft, vor Kimi Räikkönen rauszukommen, dann ist hier, glaube ich, die Hölle in Japan los. Verliert auf jeden Fall in dieser Runde schon mal auf Vettel was. So, Räikkönen ist jetzt in Spoon Corner und Funabashi ist jetzt hier Boxeneinfahrt. So, Räikkönen jetzt gleich 130R. Durch 130, er durch. Funabashi steht noch nicht, er steht jetzt. Fährt los, 5 Sekunden. Da kommt Räikkönen. Räikkönen ist jetzt auf dem Weg zu Start und Ziel. Wo ist Funabashi? Räikkönen kommt über die Linie. Funabashi fährt jetzt los und das geht sich, glaube ich, ganz knapp nicht aus für den Japaner. Nein! Ganz, ganz knapp dahinter raus. Eieiei, ist das ärgerlich jetzt in dem Fall. Und jetzt geht's für Vettel darum. Vettel wird diese Runde in die Box kommen. Doch, die Frage ist, wie viel wird er verlieren in dieser einen Runde? Ich muss schon sagen, Nakajima ist auf jeden Fall nicht so nah dran, wie es jetzt gerade angezeigt wird. Vettel hatte 5 Sekunden ungefähr Vorsprung auf Funabashi. 4, um genauer zu sein. Und jetzt müssen wir natürlich auf den Boxenstopp achten. Machen wir wieder einen Vergleich zu Räikkönen. Schalten wir wieder durch, um zu gucken, wo er ist. Also Sebastian Vettel könnte hier mit einem Comeback eindeutig für Furore sorgen. So, also... Ja, Räikkönen ist jetzt schon durch Spoon Corner durch. Eieie, das wird, glaube ich, richtig, richtig knapp. Und jetzt geht's auf die 130R. Ist 130R durch. Vettel steht noch nicht mal. Steht jetzt. So, da ist Räikkönen. Vettel fährt wieder los und jetzt wird sie ja richtig spannend und ich glaube, diesmal könnte es ausreichen. Ja, Sebastian Vettel geht in Führung oder bleibt besser gesagt in Führung. Mit Platz 1 vor Kimi Räikkönen auf der 2. Dritter Ryu Funabashi und vierte Gabby Menzel, die unglaublich profitiert hat, möchte ich fast sagen, durch einen Boxenstopp, der geklappt hat einigermaßen. Chip auf der 5, Van Dorn 6, 7. Blomqvist, 8. Verstappen nur, 9. Dillmann und 10. Patzel. So wie sieht es zumindest momentan aus. Ja, und diese Gruppe auf jeden Fall wird angeführt. Ja, kann man sagen, von Michael Chip? Ich glaube, das kann man sagen. Aber das ist dann wirklich der Burner schlechthin. Dadurch, dass Red Bull länger draußen geblieben ist, hat man es geschafft, vorbeizugehen an Kimi Räikkönen, der unglaublich viel Zeit verloren hat auf seinen, ja, extrem langen Stint nachher. Da sind die Reifen so richtig eingesackt. Und das könnte vielleicht jetzt auch die Chance sein für Ryu Funabashi, wenn er zumindest dran bleibt, dass seine Reifen vielleicht, ja, ein, zwei Runden vielleicht besser halten. Weil sein Bockentop war ja eigentlich danach.
Das müsste man jetzt eigentlich mal auch gleich mal schauen. Aber auch Gabby Menzel darf man nicht vergessen. Die ist auch noch dahinter. Und da schauen wir auch gleich mal auf die Rundenzeiten. Und Chip, ja, der ist heute auch zum größten Teil immer damit beschäftigt, in den Rückspiegel zu gucken. Und jetzt schauen wir mal, gleich sind alle über die Linien, gucken wir mal auf die Rundenzeiten, zumindest die Top 10 sind einmal über die Linien, schauen wir mal ganz schnell. So, und da haben wir 1,37,3, 1,37,0, 1,37,1, 1,37,4, ja, das ist eigentlich alles so vernünftige Zeiten, möchte ich fast sagen. Auf jeden Fall sind die Zeiten von Raikön nicht mehr die besten. Und wie sieht es vorne aus? Vettel kann sich, glaube ich, jetzt absetzen. Und Raikön muss aufpassen, weil da kommt jemand, der heißt Ryo Funabashi. Der gerne Platz 2 haben möchte hier noch. Und ich glaube, die japanischen Fans würden alles dafür tun, wenn er es wirklich noch auf Platz 2 schaffen sollte. Dran ist er auf jeden Fall. Doch die Zeiten sind momentan noch zu knapp, um da wirklich großartig anzugreifen. Ja, und der Pechvogel heute mal wieder auf der 11 nennt sich Katsuki Nakajima. Damit wäre ganz, ganz knapp an den Punkten vorbei. Kann eigentlich nur hoffen, dass hier vorne noch irgendwas passiert auf der 5 oder so. Und Stoffel van Dorn, ja, der ist noch mehr vor Blomqvist. Hier hat sich nicht viel getan. Ja, und Dillmann, der eigentlich so gehofft hatte, wahrscheinlich hier Punkte wieder gut zu machen auf Gabby Menzel, hat jetzt am Ende, obwohl er eindeutig weiter vorne stand, Punkte eingebüßt. Und das nicht zu wenig, sondern eine ganze Menge. Gabby Menzel wird von 12 Fuhren, er kriegt nur 2, also ganze 10 Punkte verliert er. Auf Kimi Räikkönen verliert natürlich Gabby Menzel ein bisschen was, allerdings, ja, ich denke mal, damit kann man leben. Und hier vorne, ja, Funabashi ist auf jeden Fall wieder dran, ne? Ja, ist dran. Ne? Aber wird. Ja, vielleicht. Nein. Es war ein Versuch wert. Muss ja wohl noch eine Runde weiter begnügen. Und jetzt hier Blomqvist gegen Van Dorn. Und Blomqvist ist durch. Und damit auf der 6. Das ist vielleicht noch ein bisschen Schadensbegrenzung, möchte ich fast sagen, was er jetzt gerade hier macht. Alles hätte auch genauso gut vielleicht ein Doppelsieg werden können. Hätte. Und da hat gerade Funabashi ordentlich beim Anbremsen aufgeholt. Ja, und jetzt muss Funabashi noch aufpassen, weil da kommt jetzt Gabby Menzel. Ja, und hier wirkt natürlich auch schon eindeutig der Windschatten. Jetzt muss er sogar lupfen noch ein bisschen.
damit er nicht zu nah auffährt. Das ist einfach wieder dieser Abstand von 5 Zehnteln fast, wo man dann nachher am Ende nicht mehr angreifen kann. Aber dasselbe betrifft natürlich auch Gabby Menze, die muss auch erstmal nah genug dran sein. Und so vergeht hier eine weitere Runde und Blomqvist auch noch nicht. Verstappen hätte auch wahrscheinlich Dillmann. Aber hier sehen wir es ja, dass man rundenlang gegeneinander fahren kann, wenn man zu dritt, sage ich mal, fährt. Weil hier zum Beispiel Van Dorn ist, sage ich mal, der erste Fahrer, dann kommt Verstappen dahinter. Und ja, wer natürlich vorne im Fahrzeug ist, was viel Topspeed hat, wie zum Beispiel der McLaren, er hat einfach die Topspeed, ist natürlich unglaublich schwer zu überholen. Und es sind noch 3 Runden. Nach dieser Runde noch 2. Ja, und wer nun aufs Podium kommt, das ist, glaube ich, hier noch nicht entschieden. Musste von der Basche wieder lupfen. Und Vettel überrundet Alonso. Und noch 2 Runden. Eigentlich hat jetzt von der Basche nur noch einmal die Chance. Und die muss er nächste Runde unbedingt packen, wenn er es noch schaffen will. Da muss er sich jetzt aber erstmal wieder ranarbeiten. Und Chip ist noch immer davor. Ja, und Dillmann ist jetzt vorbeigegangen an Verstappen. Das ist, finde ich, schon mal ein, ne, der hier einen Platz gut macht. Mal schauen, ob Van Dorn vielleicht auch noch dran glauben muss. Auf jeden Fall die schnellste Runde, kann man sagen, geht auch an Raikön. In Südkorea hat er sie ja auch gefahren. So, mal gucken, ob Alonso jetzt gleich noch das Zünder an der Waage vielleicht spielt. Könnte eventuell, muss aber auch nicht. Oh, und jetzt Funabashi außenrum. Er bremst sehr, 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 sehr spät. So, und jetzt ist Funabashi ein bisschen näher dran, glaube ich. Ja, es sind diesmal nur 13. Vielleicht kommt jetzt der Angriff in die letzte Runde. Er zieht raus aus dem Windschatten. Der Angriff kommt allerdings nicht, nein. Und damit sind wir erstmal in der letzten Runde. Und jetzt muss natürlich auch erstmal Raikön hier vorbei an den beiden. Wie schnell kommt er jetzt Raikön vorbei? Ja, und der versucht jetzt Gabby Menze gegen Funabashi. Uiuiuiui. Das wäre fast schief gegangen. Und Funabashi probiert. Und Vettel ja vorne fährt gerade einsam und verlassen, möchte ich fast sagen. Uiuiui. Und jetzt ist da Raikön gleich an beiden mal vorbei. Ja, und jetzt probierst du Gabby Menze da. Vielleicht schafft ihr es auf jeden Fall.
Sebastian Vettel auf jeden Fall holt sich den Sieg. Herzlichen Glückwunsch, AS Räikkönen. Und wer wird den dritten Platz? Ich glaube, es ist Gabby Menzel, die am Ende nachher noch Ryu Funabashi mit etwas Glück schlägt. Räikkönen auf der 2, dritter Gabby Menzel, vierter Ryu Funabashi am Ende. Ärgerlich, ärgerlich, nur der vierte Platz. Hätte auch ein Podium verdient gehabt, wenn nicht sogar Platz 2. Fünfter Chip vor Blomqvist auf der 6. Siebter Stoffel van Dorn. Achter Tom Dillmann. Neunter Max Verstappen. Zehnter René Patzel. Auf der 11. Nakajima. 12. Ricciardo. 13. Abt. 14. Lewis Hamilton. 15. André Hoffmann. 16. Wittwig Obenstadt Kiertel. 17. Robin Frenz. Nee, Dwayne Rose. 18. Massa. 19. Button. 20. Wern. 21. Prinz. 22. Rosberg. 23. Bottas. Und 24. Alonso. Ja, das war's soweit. Erstmal hier aus Japan. Wir haben mit Sebastian Vettel einen weiteren neuen Sieger in dieser Saison, möchte ich fast sagen. Und nach einer ewig langen Zeit seit der ersten Saison mal wieder ein Erfolg für den Deutschen. Ja, außer in Japan. Und ja, ich würde mal sagen, auf der 4 der Pechvogel hätte Platz 2 werden können. Am Ende war es nur Platz 4. Und ja, ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zum nächsten Rennen. Denn aus Fuji, da hat auf jeden Fall Ryu Funabashi die nächste Chance hier anzugreifen. Und zu hoffen, dass es besser läuft. Und ja, bis dann sage ich mal ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.